Hallöchen, Hallöchen, Leute. Heute will ich euch mal die Neuerungen zeigen, wenn es darum geht, ein Portal zu finden. Also vor Beyond ging es ja mit dem Signalbooster, konntet ihr nach Monolithen scannen und alles war schick. Jetzt ist das alles ein bisschen anders. Der Signalbooster hat diese Option nicht mehr. Seit dem großen Beyond-Update. Jetzt gibt es zwei andere Möglichkeiten und die will ich euch jetzt mal zeigen. Die erste steht genau vor uns, das ist der Kartograf. Das ist ein neuer NPC auf den Stationen. Hier, wir sind hier gerade auf einer Station. Und das kennt ihr ja, Gildenvertreter, da vorne gibt es die Mission und hier rechts ist der Kartograf. Bei dem könnt ihr, wo mein Inventar, die Navigationsdaten, die man überall finden kann, könnt ihr eintauschen. Gegen, da steht's, brauchbare Sternenkarten. Hier habe ich schon eine. Und mit etwas Zufall bekommt ihr einen Monolithen. Ich guck mal. Route planen. Haben wir ein Observatorium entdeckt. Das ist es also nicht. Ihr könnt euch die Karten noch kaufen für 15 Nanit, aber braucht man nicht, solange wir Navigationsdaten haben. So, Karten austauschen. Karten. Oh. So, dann gucken wir nochmal nach. Ein Unterschlupf entdeckt. Das kann tatsächlich eine Weile dauern. Finde ich persönlich absolut, ja, keine Option. Das ist keine Option. Also, machen wir das anders. Das ist nämlich eine wesentlich bessere Variante. Da auf der Anomalie, da müsst ihr ein paar Upgrades holen für das Exo-Fahrzeug. Oh, das sieht wieder ganz schlecht aus hier. Vorsicht. Der will nämlich immer genau dahin. Und das backt nämlich ganz schnell. Wir fliegen direkt auf den Planeten. Weil ich habe das Upgrade schon. Also ihr braucht ein Exo-Fahrzeug und den Signalbooster. Inklusive dem höchsten Upgrade dafür. Die Baupläne dafür könnt ihr auf der Anomalie kaufen. Und dann könnt ihr scannen. Das ist hier der denkbar ungeeignetste Planet überhaupt. Aber kein Problem, kein Problem. Gucken wir mal, haben wir alles da? Na klar, haben wir alles da. So, setzen wir uns erstmal hier rein und gucken uns den Spaß an. So, ihr braucht diese beiden Upgrades. Ihr braucht den Signalbooster und das Signalbooster Upgrade Tau. Wenn ihr die beiden habt, wie gesagt, die Baupläne kriegt ihr auf der Anomalie, dann könnt ihr mit X den Signalbooster starten und könnt nach Alienstrukturen scannen. Und zack, außerirdischer Monolith entdeckt. Irgendwo da hinten. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist nicht mal weit. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Nehmen wir gleich mal mit hier. Ressourcen sparen. Und dann fliegen wir auch mal dahin. Bei Monolithen hat sich auch noch ein bisschen was geändert. Ich hoffe, dass das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Bei dem Wetter hätte ich mir mal einen Regenschirm mitnehmen sollen. Eieieiei. Ziel erreicht. So. Aktivieren wir den mal. Ein Viking-Monolith. So, das müssen wir jetzt lesen. Ich spüre eine seltsame Kälte. Eine Schicht aus gefrorenem Gas umhüllt den Monolithen plötzlich von oben bis unten. Es ist so kalt, dass ich meinen Atem in meinem Helm sehen kann. In dem kristallenen Eis ist eine kleine Lücke und ich bin überzeugt, dass ich ein paar meiner abgebauten Elemente hindurchstecken könnte, damit sie mit dem Monolithen dahinter in Berührung kommen. So,
Jetzt muss ich das Richtige auswählen. Ah, ja. Organisches, Cutter und Metall. Metall macht, das macht ja noch kalt. Ich mach mal. Es herrscht Stille. Ich erhalte meine Elemente nicht zurück. Okay. Das war falsch. Und wir versuchen es einfach nochmal. Jetzt nehmen wir mal organisch. Ah, das hat funktioniert. Das ist ein Rätsel beim Monolithen und gebt ihr die falsche Antwort, ist der Monolith für euch deaktiviert. Deswegen ist es ganz gut mit dem Schiff hinfliegen. Und dann könnt ihr nämlich den Speicherstand laden und es nochmal versuchen. So, habt ihr das geschafft? Aktiviert er den Monolith wieder und jetzt könnt ihr ein Portal lokalisieren. Je nachdem, in welchem System ihr seid, also bei Vikings braucht ihr zum Beispiel Viking-Dolche, bei den Geck braucht ihr Geck-Relikte und so weiter und so weiter fort. Die müsst ihr dabei haben und dann könnt ihr ein Portal lokalisieren. So, und jetzt haben wir eins. Ankunft einen Tag. Na, so lange wollen wir mal nicht warten hier oder beziehungsweise laufen. Wir huschen da mal flott hin. Und da ist unser Portal. Sehr schön. Ja, jetzt könnt ihr in der Nähe eine Basis, einen Teleporter hinbauen, ein Speichersignal, was auch immer, damit ihr das wiederfindet. Und jetzt könntet ihr direkt loslegen. Müsstet das nur aktivieren mit den ganzen Mats, die ihr jetzt braucht. Hat sich ein bisschen geändert. Hier, das hier hat sich hauptsächlich geändert. Aber Kupfer, gut, Kupfer ist ja mittlerweile Massenware. Kobalt, die Wasserstoffsalz und Natrium. Das braucht ihr natürlich alles in rauen Mengen. Dann könnt ihr das Portal aktivieren und wisst ganz genau, wo es hingeht, hoffe ich nicht. Ich guck mal kurz. Ihr könnt natürlich noch, wenn es denn aktiviert ist, könnt ihr auch noch nach den Portalkoordinaten fragen vom Portal, das hier steht. Ja, das war's auch schon. So einfach ist es, ein Portal zu finden. Man muss es halt nur wissen. Gerade die Spieler, die es damals, also vor Beyond gespielt haben, die werden natürlich erstmal den Signalbooster bauen und sich dann wundern, geht gar nicht mehr. Jetzt wisst das, jetzt wisst das. Gut, das war's auch schon. Dann viel Spaß beim Portale suchen und bis zum nächsten Mal, euer Simira.